im letzten Sprung von gestern gelingt Andreas Felder der Sprung an die Spitze. Der Österreicher kommt in diesem Durchgang auf die Höchstweite von 176 Metern und damit vom 13. auf den ersten Platz. Er überholt damit den bis dahin führenden Franz Neuländer. Ein perfekter Flug des Absammers. Das Ergebnis nach dem gestrigen ersten Tag: Andreas Felder, Österreich, mit 369,5 Punkten vor Franz Neuländer, Österreich, 362,5. Ladislav Luhoš, Tschechoslowakei, ist Dritter mit etwas Rückstand. Dann finden wir ex-equo Wiegele und Klauser auf Rang 7 noch vor Collins, Nykänen, Suorsa, Pedersen. Nykänens Rückstand ist schon beträchtlich, 332 Punkte. Gelingt gestern nur ein weiter Flug. Es ist der weiteste des Tages. Im zweiten Durchgang 183 Meter. Dennoch ist Nykänen nach dem ersten Tag nur Neunter. Sein zweitweitester Flug geht nur auf 131 Meter. Er hat nur noch eine geringe Medaillenchance. Masahiro Akimoto, der beste der Japaner, zugleich der älteste Teilnehmer hier, noch nicht 30. An 35. Stelle nach dem ersten Tag mit der Bestweite von 127 Metern. Das wird gefährlich. Ein schwierig. Um Himmels Willen. Das sind die gefürchteten Stürze. Die ganz, ganz schweren Stürze, wie sie leider immer wieder passieren beim Skifliegen. Der Japaner ist bewusstlos, er ist so schwer gestürzt. Konnte einen plötzlichen Fehler in der Luft nicht mehr korrigieren. Dr. Peter Baumgartl, der Mannschaftsarzt der Österreicher, ist sofort bei ihm. Es hat hier schon einmal einen verhängnisvollen Sturz gegeben. Vor vielen Jahren ist der Finne Pekka Salo schwer gestürzt, hat eine Querschnittslähmung davongetragen. Auch Miyazaki ist schon bei seinem Kollegen. Das hat schrecklich ausgesehen. Schauen wir uns das in dieser Zeitlupe an. Da überschlägt es ihn. Er stürzt praktisch auf dem Vorbau. Sie sehen die Wucht des Aufsprungs. Brille, Ski, fliegt davon. Der zweite Ski löst sich nicht. Schauen Sie sich den Fuß an. Das sieht böse aus. Hier sehen wir noch einmal Akimoto. Hier scheint noch alles zu stimmen. Hier bekommt er offenbar von der Seite eine Böe, kommt ins Trudeln, überschlägt sich, stürzt hier auf den Vorbau. Man muss sich vorstellen, mit einer Geschwindigkeit von über 110 Kilometer pro Stunde. Ja,
des Japaners den Anlauf wieder verkürzt, ist jetzt etwa bei den Absprunggeschwindigkeiten von gestern. Ulf Findeisen, der 24-jährige Springer aus Oberwiesenthal in der DDR. Oh, das sieht böse aus. Noch schlimmer als beim Japaner. Um Himmels Willen. Ja, gibt's denn das? Was ist denn da heute los? Die Schanze ist gesperrt. Nachdem gestern die Veranstaltung unfallfrei verlaufen war, sieht man von Stürzen des jugoslawischen Vorspringers Lotrich ab und von dem Sturz Jirschi Parmas, dem es heute schon wieder besser geht, dann war wirklich nicht daran zu denken, dass es heute so schlimme Stürze geben würde. Der Wind hat sich heute gedreht, er kommt von der anderen Seite. An sich durch den Wald ein natürlicher Schutz hier. Ich traue mir es nicht zu sagen, worauf diese schweren Stürze zurückzuführen sind. Ein so guter Mann wie Ulf Findeisen. Es dreht ihm die Ski weg. Es könnte eine Windböe sein. Gestern hat man gesagt, dass er die Bindung etwas locker eingestellt hat. Ein schrecklicher Sturz. Und es ist durchaus denkbar, dass sich die Jury entschließen muss, hier den Wettkampf abzubrechen. Zwei so schwere Stürze. Unfassbar. In der Jury diesmal auch ein Vertreter der DDR, hat irgendwo die Angst, dass es zu weit für ihn gehen könnte, wenn andere schon 171 Meter fliegen. Hat unbewusst vielleicht ein wenig gebremst, bis auf das eine Mal, wo er gestern auf 183 Meter gekommen ist. Ganz ruhig in der Luft, leicht ausgesteuert mit dem linken Arm. Ein weiter Flug, ein sehr, sehr schöner Flug des großartigen Finnen. 173 Meter. Damit übernimmt jetzt Matti Nykänen in diesem Durchgang die Führung. Die Punkte werden ja wieder aus den 10 besten, weitesten Flügen des ersten Durchganges ermittelt. Ein großartiger Matti Nykänen in diesem ersten Durchgang. Chancen. Thomas Klauser. Eine glänzende Leistung gestern. Siebenter Platz ex aequo mit dem Österreicher Franz Wiegele. Geht weit, kommt ganz an den Rand des Aufsprungs heran und landet ja weit, weit unten. Vielleicht der weiteste Sprung bisher, 176 Meter. 176, er übertrifft Matti Nykänen. Schauen wir auf die Absprunggeschwindigkeit, 108,5. Riesenjubel im Lager der Bundesdeutschen, die lange auf einen großen Erfolg schon warten. Bei der letzten Weltmeisterschaft in Planitza war Klauser Achter, ein Motocross-Fan. Schauen wir uns den Absprung in diesen Phasen an, von rechts nach links zu lesen. Und angekündigt Franz Wiegele. Hier noch einmal die Zeitlupe von Klauser. Etwas schräg, er landet ganz am Rande des Aufsprungs. Dort, wo er dann schon flacher wird, wo es immer schwieriger wird, den Sprung, die Landung durchzustehen. Jetzt der zweitplatzierte Franz Neulendner. Er hat bisher die beständigsten Weiten hier gezeigt. Die beständigste Leistung. Wieder wunderbar in der Luft. In wunderbarer Flughaltung. Weit herunter. Fast hätte er noch weiter fliegen können. Aber er hat sicherheitshalber, so schien es mir, zur Landung angesetzt. Bei 174 Meter müsste er auch die verdient hohen Noten bekommen.
108,2 Absprunggeschwindigkeit. Diesmal hohe Noten, zweimal 19,0, dreimal 18,5, Rang 1 dank der besten Stilnoten bisher. Die Punkterichter kommen aus der Tschechoslowakei, diesmal aus Schweden, einer aus Österreich, Jugoslawien und der Schweiz. Der österreichische Sprungrichter ist Hans Stadtmann. Ein wunderbarer Flug. Eine ungemeine Leistungskonstanz des erst 20-jährigen Höhenhalters. Viele seiner engeren Landsleute feuern ihn hier an mit Transparenz. Punkte gleich mit Neuländner. Diese Punkte werden noch korrigiert aufgrund des Schnitts im ersten Durchgang, glaube ich. Dritter Nykänen, vierter Fias aus Polen, fünfter Suorsa und Kojankoski. 18:28 Rolf Augeberg aus Norwegen. Ja, 90 Meter für einen Rolf Augeberg, da sieht man auch gleich am Ergebnis, da hat einiges nicht geklappt bei diesem ersten Sprung. Er hat im ersten Training am Freitag 165 Meter erreicht. Ja, das ist schwer. Aue. Na, der Springer ist aber, glaube ich, nicht bewusstlos. Obwohl jetzt schon. Die Schanze ist wieder gesperrt. Ist das noch zu verantworten nach zwei so schweren Stürzen, dass man weitergemacht hat, auch wenn die ersten Diagnosen nicht so schlimm waren wie befürchtet? Ja, das ist natürlich eine Grundsatzdiskussion, die man hier kaum lösen kann, ob das sinnvoll ist. Ich glaube, Skifliegen ist jetzt einmal eine Sportart, die letztlich oder vielleicht im Wesentlichen auch dazu da ist, dass der Mensch an seine Grenzen herantastet. Und wenn dann der Wettkampfstress oder das Wollen des einzelnen Athleten so stark ist, dass ihm das über die eigene Sicherheit einmal geht, dann merkt er vielleicht einen kleinen Fehler zu spät, korrigiert ein wenig zu spät. Hätte er schon merken müssen, dass da was passiert. Da lässt er aber die Ski, da ist jetzt nichts mehr zu machen. Der rechte Skispitz wird hinuntergezogen, wie beim Wasserskifahren, der Spitz ins Wasser und er bringt ihn nicht mehr herauf. Dieses Aufschlagen ist natürlich mit enormer Wucht passiert und selbstverständlich wird es dem Springer da die Luft nehmen, er kann im Moment nicht mehr schnaufen. Alles andere passiert dann wahrscheinlich in einem Koma-ähnlichen Zustand, wie er hinunterkugelt da. Ja, worauf kann man das zurückführen? Gestern nach diesem gelungenen Auftakt hat man gesagt, der Kulm geht leicht zu springen. Gestern war starker Wind, allerdings von der anderen Seite. Heute weit weniger Wind von der anderen Seite. Ist das ein Faktor, der hier mitgespielt haben kann? Ich glaube, dass dadurch, dass der Wind von der Waldseite herkommt, er nicht so gleichmäßig gefiltert wird und teilweise kann sich das. Rolf Augeberg hier jetzt sehen. Ja, man sieht, der Schuh hat sich schon gelöst von der Bindung. Er kämpft hier noch, er ist. Hat er sich das Skiende ins Gesicht geschlagen? Das ist natürlich enorm gefährlich. In Führung vor Kojankoski, Finnland, Bauer, Bundesrepublik Deutschland, Ulaga, Jugoslawien, Plotz, Tschechoslowakei und Berger, Frankreich. Aber das ist das Tagesergebnis. Da ist das gestrige Ergebnis natürlich noch nicht enthalten. Wir sehen schon Suorsa. Ja, er ist ein ausgezeichneter Flieger. Haben Sie gesehen, wie leicht er diesen Sprung gestanden ist? Einen der weitesten, glaube ich, heute. 175 Meter, ja. Im ersten Durchgang nur Klauser mit 176 etwas weiter. Ja, Sorsa kann unwahrscheinlich weit fliegen. Von der Ästhetik her kann er sicher nicht bestechen, aber verfügt über einen technisch enorm guten Absprung, lässt den Oberkörper ganz tief unten, um ja keinen Luftwiderstand zu bieten. Das sieht man hier sehr gut. Im linken unteren Bild sieht man sehr gut, er taucht hinaus. Da wirkt er schon etwas verzogen, aber auch er ganz weit versetzt, die Ski links vom Körper. Er übernimmt jetzt die Führung vor Fias. Überhaupt kein Problem, diesen Sprung durch. Martin Nykänen.
ist zwar 173 Meter gesprungen, geflogen im ersten Durchgang, war aber aus meiner Sicht etwas zu gerade, etwas ein wenig zu zögern vom Tisch. Ja, jetzt hat er sich einmal richtig schnell in die Hocke gesetzt. Der Weiße hat auch nichts zu verschenken, er kann nicht stehend hinunterfahren. Ja, der dürfte ganz gut gehen, der dürfte ganz weit gehen. Das war ziemlich genau beim K-Punkt. 185 Meter, jawohl, die Bestätigung. 185 Meter im Wettkampf, der bisher weiteste Flug, ähnlich wie gestern, wo er mit 183 Meter im zweiten Durchgang der Beste war. Ja, er kann sich freuen, der Mati, darüber. Da kann er wirklich stolz sein. Es war ein unwahrscheinlich guter Sprung, entschlossener Flug. Es ist vor allem der mittlere Flugteil, in dem Mati Nikkanen seine große Klasse herausarbeitet. Da der Absprung natürlich auch perfekt, sehr gut hinaus. Und da jetzt, da kann er unwahrscheinlich ziehen. Außer dem österreichischen Sprungrichter geben ihm alle 18,5 für diesen Flug. Nikkanen hat sogar ein bisschen früher aufgemacht. Und heute hat er auch einen guten... Wiegele bevorzugt wieder das Polster zum oben wegfahren. Interessanterweise nicht alle Springer. Einige schieben es auf die Seite. Ich weiß nicht, was das für eine Bewandtnis hat. Ist ein wenig zurückgefallen. Könnte sich seinen Spitzenplatz jetzt wieder zurückholen? Ja. Guter Flug. Ja, das dürfte ihm gelungen sein. Super, Franz. Das war der beste Absprung von Franz Wiegele während der ganzen Skiflugwoche hier. Das ist auch günstig für die nachkommenden Österreicher, die jetzt nur oben stehen, die zwei Führenden. Fliegt auf den vierten Platz in der Tageszwischenwertung Franz Wiegele mit diesen 174 Metern. Also ein ausgezeichneter Skiflieger, bleibt wirklich vorn, schenkt keinen halben Meter her da. An Franz Leulentner seinen Spitzenplatz zu verteidigen. Also eine unwahrscheinliche Stimmung hier unter den Zuschauern. Neulentner traue ich auch einiges zu, er ist sehr stabil während der Veranstaltung. Wieder wunderbar. Das wird weit, jawohl. Super. Ein super Flug. Ja, damit ist dem Franz eine Medaille ganz sicher. 179 Meter. Jetzt wird es knapp in der Tageswertung mit Nikkanen. Das ist eine Demonstration von perfektem Skifliegen, die der Franz Neulentner hier zeigt. Ich bin selber überrascht, wie gut der Bursche springen, fliegen kann. Er springt einmalig weg, sehr hoch weg auch, und hat dann so ein Gefühl in der Luft und liegt ganz extrem weit vorne. Noten 18,5, 18,5, 19, 18,5, 19. Endlich haben auch die Sprungrichter erkannt, was dieser Mann Andreas Felder. Ja, ich würde dem Andi die Stabilität des Franz Neulentner wünschen. Er ist immer ein wenig anfälliger. Wenn er den Sprung erwischt, dann kann er unwahrscheinlich weit fliegen. Sie ein bisschen hinten hineintreiben lassen, aber es geht. Besser als im ersten weggekommen. Jetzt geht's dahin. Und das ist jawohl. Der Rekord! Das ist der Rekord, glaube ich. Das waren sicherlich, das ist ein wenn wilder nicht Hund. Mehr als 190 Meter. Jetzt wird's interessant. Meine Damen und Herren, das kann wieder ein historischer 191. Moment sein. Super! Einstellung des Weltrekords. Andi Felder hat gesagt vor diesem Fliegen, der Weltrekord kann nur nebenbei gehen. Wenn ich einen erwische, dann bleibe ich auch vorn. Und das ist es, ein Wahnsinn. Seine Noten. 19, 19, 19,5, 19,5, 19,5. Erster Platz in der Tageswertung. Vor Nikkanen und Neulentner. Das ist nämlich irrsinnig schwer, diesen Sprung durchzustehen da unten. In Zeitlupe wird man es jetzt sehen, wie der... Ja.
Ja, beim Absprung hat sicher alles gepasst jetzt da. Er ist von unten heraus pfeilschnell hinausgekommen. Da liegt er ganz ruhig drauf. Und da gehört schon einiges an Schneid dazu, jetzt da vorne zu bleiben. Jetzt merkt er schon sicher, wie weit es gehen wird. Und er zieht noch, er holt noch alles heraus. Jetzt kniet er fast auf dem Ski. Jetzt müsste der rote Strich vorbeigehen. Jetzt sieht man es genau auf die letzte Taxenreihe ist er aufgesprungen. Und da drückt es ihn schon zusammen. Da ist ein enormer Druck drauf. Würde ist etwas zu hoch. Man muss den Weltrekord an sich, bringt schon enorme Weitenpunkte und das genügt. Aber ich glaube, da haben sich die Sprungrichter auch von dieser wunderbaren Haltung beeindrucken lassen. In der Luftfahrt gibt es nichts auszusetzen. Das ist ein 20,0-Punkte-Sprung, da gibt es überhaupt nichts abzuziehen. Aber für den Telemark gibt es gewisse Bewertungskriterien und das ist hier nicht erfolgt. Vielleicht hat das für die Sprungrichter oben wie ein Telemark ausgesehen. Das ist möglich. Sie schauen ja hier weit, weit nach. Wir uns noch die Rangliste nach dem zweiten Flug an. Nykänen, Neulendner Felder heißt sie. Und zwar deshalb, weil der Schnitt jetzt in diesem Durchgang bei 103. Lebt der Skiverband von diesem Geld. Und jetzt schickt man einfach an. Das ist sicher nicht richtig gewesen. Letzter Versuch für Nykänen. Oh, sehr gut. Sehr gut. Ein Wahnsinn. Aber an Felder ist er nicht herangekommen, an die 185 Meter. Er reißt triumphierend die Arme in die Höhe. Am zweiten Tag hat er gezeigt, dass er einer der Größten ist. Am ersten Tag schon hat er die WM-Chancen vergeben, aber er hat doch noch eine Medaille herausgeholt. Er ist sicherlich der Skiflieger und Skispringer mit zurzeit dem besten Gefühl. Und wenn man den öfter beobachtet, der Matti, der ist nie zu spät oder zu früh. Er hat ein unheimlich gutes Timing, der erwischt fast jeden Sprung. Bei ihm hapert es ab und zu beim Übersetzen, also nach dem Vorbau. Aber er hat so ein gutes Gefühl, geht dann auf Zug. Wenn er sieht, es wird ihm zu viel, lässt er nach und fliegt dann wieder weiter. Wir haben schon wieder eine starke Mannschaft. Ich habe mir gedacht, wenn der Kokkonen und Pulkkonen einmal aufhören wird, dann wird es nicht so gut ausschauen. Aber die haben immer wieder so junge Burschen, was ein optimales Gefühl haben zum Fliegen. Und sind auch mannschaftlich sehr, sehr gut. Gut, das kann man natürlich von den Österreichern auch sagen. Sehr, sehr gut. Ui, der ist gut. Und der Aufsprung angedeutet. Also die Burschen lernen schon sehr viel dazu. Ein ganz, ganz junger Mann, 21 Jahre alt und vor 3 Jahren schon Junioren, bei den Junioren, bei der Weltmeisterschaft Dritter. Noch eine ganz, ganz große Chance jetzt. Er hat die beste Position. Er kann ja praktisch nur mehr gewinnen. Er hat ja schon zwei super Flüge. Da wird er sicher noch einen Obi machen, gibt es überhaupt keinen Zweifel. Optimal. Ui, der geht weit. Der geht weit. Ein Wahnsinn. An die 180, glaube ich. Traumhaft. Großartig. 180 Meter. Das ist eine sichere Medaille. Nur was vorne, das werde ich jetzt entscheiden. Größte Weite in diesem Durchgang. Neulendner 180, dann Nykänen 176, Fias 172. Das sagt, glaube ich, alles über die Klasse dieses noch so jungen Mannes. Der 20-jährige Infiertler. Ich habe keinen einzigen Verhau gehabt während der ganzen Skiflugwoche da. Und hat den Sprung optimal erwischt. Man sieht es beim Bild rechts unten. Ist sofort in der Flugphase und kann voll auf Zug gehen und voll forcieren. Traumhafter Sprung. Vielleicht die rechte Hand, da hat er die Landeklappen. Ja, da hat er also eine Gipsschale. Hat ihn abgebogen. Ja, jetzt der Mann, der hier schon Skigeschichte gemacht hat mit seinen 191 Richtig. Metern. Aber der Andi, der ist so nervenstark, dem traue ich jetzt natürlich alles zu. Aber ist zu gerade ein bisschen zu gerade. Aber was er da noch herausgeholt hat.
175 Traumsprung, Meter. Traumsprung. Er war vielleicht vom Aufschwung ein bisschen, meiner Meinung nach hat er mit dem Oberkörper ein bisschen weggerissen. Vielleicht sieht man das nochmal in der Wiederholung. Aber das dürfte jetzt der Neuländer gewonnen haben. Die Weltmeisterschaft. Ich weiß es nicht. Den Tagessieg oder ist nicht kein Tagessieg? Ja, es muss ganz knapp sein. Es muss ganz knapp sein. Warten wir es ab. Der Computer wird uns das relativ schnell errechnen können. Ganz knapp. Jetzt schauen wir da die Zeitlupe an. Müssen wir vom Oberkörper aufpassen. Von rechts nach links zu lesen. Da sieht es noch gut aus. Ja, das schaut nicht so schlecht aus. Aber da ist der Oberkörper ein bisschen zu gerade gewesen. Man sieht jetzt da, hat er vielleicht ein bisschen zu viel Geschwindigkeit verloren. Man sieht, wie er da voll auf Zug geht. Dass er da noch 175 Meter herausholen kann. Ganz ja, er hat auch ein optimales Gefühl. Unter der ja auch Armin Kogler Felder Weltmeister. Das ist der Tagessieg. Ah, das ist der Tagessieg. Das ist der Tagessieg.